Jahrringe. Wir kennen das Phänomen. Wir wissen aber vielleicht nicht, dass es Jahrringe nicht nur bei Bäumen gibt, sondern noch im Menschenleben. Und so kann zum Beispiel ein Fluch Jahrringe hinterlassen in einem Menschenleben. Jemand hat mir erzählt, seine Mutter habe ihm auf dem Sterbebett gesagt, sie wollte ihn abtreiben. Und nur der Arzt hat sich dann schlussendlich quergestellt und darum konnte er leben. Können. Aber der Tod hat Jahr für Jahr seine Ringe gezogen in seinem Leben. Er konnte plötzlich sehr manches erklären, was ihn wie ein Fluch immer hat überschattet hat. Er wollte in Suizid treiben, ihn überhaupt immer wieder mit dem Tod hat konfrontiert. Und so hat er gemerkt, solche Sachen, man kann sie dann mal lösen, aber solche Sachen, wenn sie nicht ausgesprochen sind, können wirken und immer weiter wirken wie die Jahrringe an einem Baum. Wir sehen hier Jahrringe, wie sie jeder Baum in sich hat. Es gibt die eben auch zum Guten. Es heisst in Offenbarung 14, Vers 6, und er, gemeint ist ein Adler, der im Zenit geflogen ist, er predigte ein ewiges Evangelium. Das ist etwas, was mich sehr fasziniert, wie das Evangelium, auch wenn es nur vielleicht mal in einem anfänglichen Satz besteht oder in einer Berufung von einem Menschen, in einem ersten Ruf von Gott, wie das irgendwie Jahrringe entwickelt im Leben und seine ewige Kraft in die Zeit hineinlegt. Ich habe ein Buch von einem Holländer gelesen, ich war Buddhist, Kampuis, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Seine Suche hat angefangen mit dem Satz, den er irgendwo aufgeschnappt hat, das Licht fällt in die Erde. Und er hat immer gemeint, das fing man dann beim Buddhismus, aber seine Lebensreise, seine Weltreise schlussendlich hat ihn über Indien ausgeführt nach Australien. Dort ist er Jesus begegnet und hat gewusst, jetzt ist es passiert. Das Licht ist wirklich, aber nicht das Scheinlicht, sondern das wirkliche befreiende Licht ist in mein Leben hineingekommen. Heutzutage ist er Pastor. Licht fällt in die Erde, das tönt nach nichts. Und wenn man denkt, die ganze buddhistische Lehre ist ja sehr, sehr ausgereift, sehr weitreichend, mit Haufen Lehrsätzen, mit Haufen Tugenden, mit Haufen Askese etc. Und gleich das eine wenige, das ist fast wieder hier der Kern in einem solchen Stück Holz, der erste Ring. Es sieht wie nichts aus, aber es wächst drumherum. Und es hat immer wieder die gleiche Form. Je weiter aussen, desto mehr sieht man eigentlich die Form, die nachher entsteht. Und genauso hat ihn die unscheinbare Wahrheit am Schluss komplett eingeholt, völlig überwältigt. Und er hat gemerkt, das ist wirklich das, wo ich dazu berufen bin. Das ist das, was ich jetzt erlebe mit Jesus. Ich persönlich glaube, dass Gott niemandem die Bibel um die Ohren schlägt, wenn er uns ein ewiges Evangelium predigt, sondern dass es ganz vielen Leuten so geht wie dem Campus. Das heisst, dass er uns ein Lebenswort irgendwo mal tief ins Herz hineinlegt und er lebt mit dem. Es ist zwar immer wieder ein anderes Evangelium, so wie es auch verschiedene Arten von Blumen gibt. Es ist immer etwas sehr, sehr Schönes, es ist etwas sehr Anziehendes, sehr Befreiendes. Etwas aus dem reichen Gedeck von seinem Wort. Die Einzelnen nehmen das vielleicht mit, greifen das auf, andere lassen das weg. Vergessen das, gehen darüber hinweg. Je nachdem wird es nachher eben eine Chance haben, um weiterzuwachsen. Glaubt ihr, dass es so Lebenswort gibt, wo Menschen nachher eine Tür haben, aufgetan, bis schlussendlich zur Ewigkeit? Schauen wir mal in die Schrift, da heisst es, ich will dich zum Menschenfischer machen. Das hat der Petrus als erstes von Jesus gehört. Oder man liest zum Beispiel, ich habe dich erwählt. Das hat Gott am Jeremia gesagt, wo er noch ein Bub war. Oder ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Das hat Abraham gehört, als er schon ein alter Mann war. Und gleich ist dann noch sehr viel passiert. Oder es hat geheißen, folge mir nach. Das hat er am Levi gesagt. Das ist dann auch ein Lebensprogramm geworden. Ist schlussendlich ewiges Leben daraus geworden. Oder zum Volk Israel. Du sollst leben. All das sind Lebenswort. Und es ist natürlich immer ein bisschen so. Das Wort plus nachher die Erfahrung, das gibt einen Jahresring. Und dann meistens gibt es auch wieder ein bisschen Stillstand, wie bei den Bäumen. Wir Natur, aber nachher geht es wieder weiter, das Wort kommt wieder, die Erfahrung kommt wieder neu, grösser. Und meine Frage ist, kennst du dein persönliches Lebenswort?